Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 mit dem SV Meppen und mit Jonas. Servus. Jo, und heute haben wir zwei Spiele auf dem Zettel, zwei ziemlich harte Spiele, muss man auch sagen. Als erstes geht's gegen die Mannschaft mit dem Top-Torjäger, Kevin Großkreuz, nämlich den SV Darmstadt, ne? Ist doch SV, oder? Darmstadt ist SV, ne? Mhm. Ich glaube schon. Na, auf jeden Fall einmal Darmstadt, die momentan auf Platz 4 sind, also in der Verfolgerposition von uns. Und danach, die Woche darauf, Resorgisch bedankt sich, dass er spielen durfte, finde ich gut. Heißt, dann kann ich mich rausnehmen. Dann gucken wir nochmal an, ob das wirklich so ist. Genau, die Woche dann nach. Achso, sogar schon am Dienstag danach. Oh, gegen Mainz im Pokalspiel. Das heißt, wir müssen jetzt sogar mit B11 spielen, ne? Ja, Vrizogic ist wieder glücklich, sehr schön. Das heißt, der einzige Unglückliche ist Granatowski. Ja, stimmt, da müssen wir tatsächlich mit BL spielen. Das hilft ja alle nichts. Ups, Entschuldige, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Das heißt, wir werden hier einmal einen schönen Turnaround machen. Und, ich kann ja manche Spieler wie Van Bergen gar nicht ersetzen, weil ja Kleinsorge oder Jeska Zewski sind ja verletzt. Ja, also Brandt wird spielen, dann spielt die Leute spielen hier, dann tauschen wir in der Viererkette noch einmal was aus. Mittelfeld muss auch so größtenteils stehen bleiben, da kann ich auch nichts tun. Granatowski bleibt stehen. Heißt, wir lassen auch nochmal den Gies spielen, dann beschwert er sich nicht. Ja, so würde ich das machen, aber wie siehst du das? Jonas? Hallo? Ich glaube, ich habe meinen Kommentator mal wieder verloren. Mensch. Ja gut, dann mache ich hier erstmal weiter. Der soll schon wieder auftauchen. Liegt in meinem Fall glücklicherweise mal nicht an mir. Juti, dann würde ich sagen, gehen wir da mal so in die Partie rein mit der B11 und ja, let's go, guys. Darmstadt spielt dann heute in Blau, wir in Weiß. Ist das so günstig? Andererseits ist es andersrum, glaube ich, auch nicht besser. Nee, das ist total egal. So. Ah, da bist du wieder. Bin wieder da. Ja, okay. Ja, hast du gesehen, ne, was ich hier getan habe soweit? Jonas? Alles klar, der ist auch schon wieder weg. Läuft. Nee, ich bin wieder da. Ja. Ich okay. Habe dich nur ganz kurz nicht gehört. Okay, ja. Hast gesehen, was ich da rumgefuchtelt habe, ne? Nicht wirklich, mein WLAN war komplett weg. Ach so, okay. Ja, seitdem Tele-Columbus zur Pure geworden ist, haben wir anderen Fehler. Das geht auf den eigentlich Denkel. Gar nicht. Ja. Ja gut, auf jeden Fall, ich habe jetzt B11 aufgestellt, weil wir schon am Mittwoch gegen Mainz spielen, also englische Woche. Und dementsprechend gehe ich jetzt dann mit B11 hier gegen Darmstadt ran. Das wird natürlich die ganze Sache wieder nicht leichter machen, außerdem spielen wir auswärts. Also ich erhoffe mir jetzt hier nicht allzu viel. Aber naja, mal gucken, was man reißen kann. So, Darmstadt in Blau, wir in Weiß, los geht's, McLaren und Altintop machen hier den Anstoß. Und da geht's auch gleich los hier mit den Jungs. Ja, Sirigu, Altintop. Also ich bin froh, wenn wir heute einen Punkt holen, wäre ich schon total zufrieden, jetzt wo ich mit BL spielen muss. Nee. Da stelle ich keine hohen Anforderungen. So, Brandt. Brandt, der ist aber auch ganz schön schnell, der Brandt. Findest du? Fand ich eigentlich nicht so. Also wieder gerade rangegangen. Also für 2 Meter ist er schnell, ja, das stimmt ja. Schon, aber jetzt, also theoretisch dürfte er eigentlich nicht der Sprinter sein, zumindest den Werten nachzuurteilen. Aber man weiß ja, Theorie und Praxis ist immer so eine Sache. So, Detas, setzt sich hier schön durch. Herkes, Brandt. Dem lassen sie eigentlich ziemlich viel Platz. Brandt, Detas. Ach, Sirigu. Ah, schade. Aber war gut gedacht. Ja. So, und das machen wir mal ganz ruhig hier. So. Sehr schön. Ja, Van Bergen, glaube ich, so mit der Einzige hier, neben den beiden defensiven Mittelfeldspielern, die aus A11 verblieben sind. Weil die kann ich nicht ersetzen. Da ist der Kader momentan zu dünn an allen Ecken und Enden. Sehen wir uns auch gerade nochmal die Tabelle der zweiten Bundesliga. Muss man mal erwähnen. Vor uns und dann dahinter erst FC Nürnberg. So, ja, richtig. McLaren und dahinter ist dann Darmstadt. Großkreuz, der Top-Torschütze der zweiten Liga. Auf dem Flügel.
hat auch Beine natürlich, ja. Oh, Lacazette, der kleine Bruder von dem großen Lacazette. Dem ich schieße so viele Tore bei Arsenal, Lacazette. Detas und Herkes. So, jetzt mal ein bisschen befreiungsmäßig aufspielen. Herkes setzt sich hier schön durch. Auf Demai. Kein Abseits. Kein Abseits. Oh! Das gibt's doch nicht. Mensch. Die große Chance zur Führung an den Pfosten. Kempe. Ich sag nur 7 Meter und 30 Zentimeter, ne? Ja, ey, das wiederholt sich von Folge zu Folge. Das kannst du bald mantraartig auch sagen. So, Kempe gegen Ballmer. Da müssen wir dranbleiben. Sehr gut. Gibt, glaube ich, eine Ecke. Ne, Abstoß sogar. Perfekt. Besser konnte Ballmer das nicht verteidigen. So, Vrsogic, Ballmert, Herkes, rechts raus auf Brand. Genau, dann Puttkammer. Wieder Brand und der macht wieder Dampf. Also er gefällt mir auf jeden Fall auf der rechten Seite. Schickt jetzt Van Bergen, gut gesehen. Van Bergen, ah, da bleibt jemand zu weit im Rückraum kleben. Oh, kriege ich den Ball behauptet? Ja, schaffe ich. Einigermaßen. Hintenrum, sehr gut. So, befreit aus der grässlichen Situation. Ballmert und Vrsogic. Ja, mit der Idee. Jo, und Demai macht. Ah, das war auch, glaube ich, ein bisschen unfair. Also, da hat er ordentlich geschuppert. Also, ich weiß nicht, ob das so regelkonform ist, was der Demai da gerade getrieben hat, der gute Demai hier. Gucken wir uns das mal an. Ball kommt und er schuppt den wirklich weg. Aber da können wir glücklich sein, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Ja. Also, das war. Das ging nicht ganz mit fairen Mitteln zu. Aber so kann man auch in Führung gehen. Ja, eben. Die Glückssträhne des SV Meppen hält weiter an. Erstes Saisontor, also erstes Zweitligator auch für Leon Jemai hier. Meppen ein Eigengewächs, also der Junge wird sich freuen. So kann man auch mal sein erstes Tor machen hier. Eigengewächs. So, McLaren verliert direkt den Ball wieder an Jemai. Der hat das Blut geleckt. Jemai setzt sich hier schön durch. Jemai, und da ist das 2-0. Das gibt's ja nicht. Der Junge ist hungrig jetzt hier. Der hat Blut geleckt. Ah, das ging auch viel zu schnell. Also Jemai hier, keine Ahnung, was die da in der Innenverteidigung von Darmstadt machen. Aber das war geradezu Arbeitsverweigerung. Und das ist immer mal ein ganz fixes 2-0. Ja, zweites Saisontor damit. So, und das würde ich sagen, gucken wir dann gleich mal in der zweiten Hälfte, werde ich dann die Spieltaktik auf jeden Fall umstellen. Oh, nächster grober Schlitzer in der Abwehr, schön gesehen für Van Bergen, aber mal, der Keeper, passt mal auf. Ach du Kacke, Darmstadt jetzt völlig verunsichert. Ja. Demai, der Darmstadt-Schreck. Aber ich kann nicht zu sehr loben, ne? Das geht ja immer nach hinten los. Ja, das stimmt auch wieder. Wir können uns dann loben, wenn wir das Spiel gewonnen haben. Ja, ist richtig. Und natürlich auch gegen Mainz gewonnen haben. Shit, stark gemacht. So, McLaren, Kempe, ja gut, dann gebe ich eigentlich auch einen aus. Das merke ich mir. Ja, genau, dann gebe ich dem Jonas einen aus. Ja, wenn wir uns mal sehen sollten. Ach, das halte ich für nicht immer so unwahrscheinlich. So, ja, abseits. Schade. So, 36 Minuten gespielt. Darmstadt muss jetzt natürlich zusehen, die müssen jetzt irgendwas machen. Und das kommt jetzt auch Großkreuz, wie gesagt, Top-Torschütze momentan, auf dem linken Flügel, zieht in die Mitte und, ganz resolutes Einsteigen von Pottkammer und kein Foul. Aber Schiedsrichter mit einer sehr langen Leine heute unterwegs. Das mit Demai lässt er durchgehen, dieses Einsatz hier gerade im Strafraum lässt er auch durchgehen. War, andere Schiedsrichter pfeifen das schon mal. So, jetzt Detas, Ballmert und Granatowski, der sieht Van Bergen. Van Bergen, Bangard. Springt da noch zwischen, schade. Und Großkreuz. Großkreuz. Herkes und Ball im Aus. Einwurf Darmstadt. Oh, stark. Rüber gespielt auf. Oh, insgesamt Großkreuz. Wieder auf dem Flügel. Also der wohl noch beste Darmstadter auf dem Feld. Kempe. Glück gehabt. So. Und dieses heute im Tor? Okay. Ja, ich sage, ich habe einmal B11 aufgestellt und habe mir gedacht, dann stellst du auch mal einen Keeper um. Damit er sich nicht beschwert, dass er ein paar Einsätze kriegt. Bislang habe ich es ja noch nicht bereut. Vrsogic nochmal jetzt hier für den Jemai. Oh, ja, macht das wieder stark. Granatowski hinten in den Rückraum für Herkes. Rübergelegt zu Brand. Der wieder zu Detas. Jemai kommt nicht zum Abschluss. Stark dazwischen und Halbzeit.
Ja. Kann man nicht meckern. Nö, ne? Also 2-0, sehr starkes Spiel hier. Also auf jeden Fall Jemai momentan natürlich der Mann. Ich würde sagen, zweite Halbzeit ziehen wir uns ein bisschen mehr zurück taktisch, lassen Darmstadt kommen, machen eventuell noch 3 und dann einen Deckel drauf. Aber das sollte jetzt dann die Ausrichtung sein, dass wir uns dann mal ein bisschen mehr nach. Willst du noch auf Konter stellen? Ja, bin schon dabei. Konter. Genau, also taktische Umstellung jetzt hier. Wir sehen zu, dass wir uns ein bisschen weiter nach hinten verziehen. Erstmal aber der Ball bei Van Bergen und das ist ziemlich weit vorne. Van Bergen. Oh, schade. Schade. Ja, ich bin mal gespannt, was die Darmstädter jetzt machen. Wie gesagt, also sie müssen zwangsläufig aufmachen und das sollte uns Chancen für Konter geben und da haben wir natürlich jetzt den richtigen Stürmer für. Eben. So, erstmal McLaren. Rübergelegt zu Kempe. Frage mich, ob der als Kind gemobbt wurde. Wer McLaren? Ja. Glaube ich nicht. Heißen viele so da hinten bestimmt. Oh, Kempe. Vrsogic, sehr gut. Kratowski rüber für Van Bergen. Der muss jetzt aber ein bisschen abdrehen hier. Nimmt Brand mit. Und der kann mal ein paar Meter machen. So, Herkes, Ballmart. Schön rübergelegt für Detas. Oh, shit. Hartes Einsteigen. Doppelt hartes Einsteigen gegen Detas. Der Arme kriegt es jetzt hier richtig ab. McLaren jetzt. Aber Schiedsrichter, wie schon bekannt hat, seine Pfeife zu Hause liegen lassen. Kempe. Deswegen. Ja, heute Freifahrtschein für harte Verteidiger. Herkes. Brandt. Ah, oh, Van Bergen läuft weg. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Altintop. Und Deta, schöner Einsatz. Ach, oh, Jemai verpasst knapp. So, Lacazette. Ja, jetzt Darmstadt kommt mehr. Also. Sie machen das, was ich prophezeit habe. Sie gehen mehr nach vorne. Jetzt müssen wir vielleicht mal auf den Konter setzen. Van Bergen, super gemacht. Geht am Verteidiger vorbei. Rübergelegt auf Jemai. Und der mit dem Tempoanzug. Hinten rübergelegt für Van Bergen. Der mit der super Drehung. Oh! Mal Granatowski. Oh! Ja, okay, ich denke mal, der wäre sowieso vorbeigegangen. Ja. Also so wie der geflogen ist. Ja, da konnte Granatowski da nicht mehr richtig die Richtung bestimmen. Das ging zu schnell. Ja, aber das ist das, worauf ich jetzt hinaus möchte. Diese Kontersituation. Ballverluste vorne bei Darmstadt und dann einmal umschalten mit unseren Jungs. So, McLaren. Ah, Puttkamer, man kann sie nicht durchsetzen. McLaren. Ah. Ah, gut. Harmlos. So, Wechselzeit. McLaren geht runter. Vollkommen harmlos heute. Sobiech kommt für ihn. Also verhoffen sich jetzt mit einem neuen Stürmer da ein bisschen bessere Quote zu kriegen. So, Van Bergen wartet darauf, dass Brand mitkommt. Sehr gut. Brand. Ah, Jemai zu früh gestartet. Abseits. Er spielt damit. So ein bisschen wie Timo Werner. Auch immer so an der Grenze zum Abseits. Aber wenn er dann durch ist, ne, dann wissen wir. Sieht das übel aus für Darmstadt. Ist ja gefährlich. Ja. Ich freue mich ja schon auf den Tag, wo wir mal dann sagen können, unser erster. Ja, das ist ein Spieler von uns in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Ah, da bin ich mal gespannt. Obwohl, also, wenn du mich nach dem Tipp fragst, ich tippe der erst. Oh, später. Ui, Gies. Ja. Eieiei. Wie Rysogic war es, der es geklärt hat. Granatowski und Ballmert. So, und Kontermöglichkeit. Schicken wir jetzt mal Jemai auf die Reise. Und der ist ja mal wieder sowas von auf und davon. Naja, denkst du, Malte. Aber stark gemacht. Van Bergen. Ah, Außennetz. Schade. Wie sieht's aus mit Wechseln? Ja, wollte drauf verzichten. Wegen Okay. Mainz und wir führen 2-0, da sehe ich eigentlich keinen Bedarf. Obwohl, ha, stopp, warte, doch, ein Wechsel habe ich Bedarf. Van Bergen. Richtig. Da bringen wir nochmal den Stein herein, dass der nochmal tatsächlich ein bisschen geschont wird. Ja, klasse Partie gemacht, glaube ich, Torvorlage gemacht beim 2-0. Kann man nicht meckern, jetzt Jemai schon Ja, wieder. der Jemai. Also der Stein ist ja doch. her, Jemai, der macht ja heute also richtig Terror. Ah, schade. Wollte ich durchstecken für Ja. Granatowski. Stein her, jetzt Ballmart. Mit zu viel Platz. Ah, schade. Sichere Beute für Mal. Wie war das mit Nationalspieler? Genau. Wenn du manchmal einen Tipp fragst, dann wird es wahrscheinlich eher Van Bergen für die Niederlande werden. Jetzt aber erstmal die Flanke, aber kein Problem für Gies.
Ja, auch er heute nahezu beschäftigungslos. Ja. Können wir ganz ohne Dinge auf unseren Blockmann heute verzichten. Ja, genau. Kann er sich auch mal ausruhen. Steinherr, hintenrum, sehr gut gesehen. Ballmart, der hat jetzt mal Platz. Ballmart sieht, dass Detas durchstartet. Detas, kein Abseits, oder? Voll. Oder? Weiß ich nicht. Nee, kein Abseits. Schnelles Abklatschen, weiter geht's. 3-0. Ja, das war ganz grenzwertige Geschichte. Also ich dachte schon, ich hätte ihn zu spät abgespielt, aber Detas macht das hier auch hervorragend. Lässt da nichts viel anbrennen, haut dem Mal das Ding um Ohren. 3-0. Drittes Saisontor für ihn mittlerweile. Oh, der möchte wohl mitmischen da vorne bei den Torschützen, ne? Fällt mir jetzt gerade so auf, 3 Tore, Giert hat 5. Ah, nicht so viel Unterschied. So, jetzt natürlich Darmstadt, aber jetzt alles nach vorne. Also wenn ihr auf der Minimap mal sehen wollt. Jetzt Brand. Ja, das gibt natürlich jetzt die Räume. Steinherr, Detas. Ah, kriegt den Fuß nicht mehr ganz rein. Bangard. Aber Steinherr. Oh, Granatowski. Ah, und die mal wäre auch wieder im Abseits gewesen. Ja gut, ich denke, der Drops ist gelutscht. Ah, sag bloß. Ja. Ja, das ist, also Darmstadt, ja klar, die haben dann natürlich in der zweiten Hälfte aufgemacht. Was dann natürlich kam, war ja zu erwarten. Granatowski jetzt nochmal, Demai, aber der ist auch natürlich jetzt nicht mehr die Kraft. Vrsovic, aber nicht in der zweiten Hälfte gewonnen haben, sondern eigentlich schon in der ersten. Ja, also der Doppelpack, das war ja mal Demai-Darmstadt-Schreck. Oder Jemai-Darmstadt-Schreck. Hat ja auch nochmal den Pfosten getroffen, das muss man mal sagen. Also die Chance auf den Hattrick hat er ja noch gehabt, da in der 18. Minute. Da war er schon mal durch. Macht er dann in der 30. die ganze Geschichte besser hier. Sehen wir nochmal. Schönes Zusammenspiel mit Van Bergen und dann aber sowas von auf und davon. Aber sehr souveräner Sieg auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Darmstadt, ja, wurde hier souverän geschlagen. Und ich würde sagen, Mainz, willkommen. Ja. Gut, und das heißt, ich glaube, ich muss ja nicht mal... Nee, das heißt, ich muss nicht mal Training machen. Wir können einfach so weitermachen. Wir können sofort weiter. Ja, genau. So, hoffen wir, hat sich ja Van Bergen einigermaßen erholt. Dann würde ich einfach mal durchtauschen. Die ganzen Jungs hier. Ja, Jemai, das merke ich mir auf jeden Fall. Also hast du gute Arbeit geleistet. Vielleicht gibt es ja für den Herren noch einen Einsatz. Und dann bringen wir Holthaus rein. Van den Buys und Vidovic. So, wer ist jetzt müder? Oh, definitiv Brand. Definitiv Brand. Gut, dann muss Vrsovic leider durch. Ja, so mit 4 angeschlagenen Kräften gehen wir jetzt hier rein. Nicht optimal, aber soll's. Dann würde ich einfach sagen, starten wir die ganze Geschichte. Mainz natürlich jetzt als Bundesligist haushoher Favorit. Aber wir kennen das ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wir spielen ja auch heim. Von daher sag niemals nie, ich bin jetzt gerade überlegen. Ich glaube, ich lasse Mainz in Schwarz spielen, das ist besser. Wegen dem weißen Hosen, das bin ich nachher noch irritiert. Ja. Oder wieder der Schiedsrichter hat wieder rot an oder so. Wobei ich sagen muss, ich finde die Mainzer schwarzen Trikots sehr schön, ehrlich gesagt. Diesen nicht wie diese alternativen Trikots von Borussia Dortmund, diese Schlafsäcke in Grau. So, okay, dann würde ich sagen, ich begrüße euch hier wieder im Emsland-Stadion und heute mit einer ganz, ganz spannenden Partie. SV Meppen gegen Mainz 05. Die zweite Runde. Richtig. Des DFB-Pokals. Genau. Ah, muss mal gucken, was heute geht. Ja. Na, natürlich ein Sieg, Malte. definitiv. Oh, erster Fehlpass. Ist doch nur ein Erstligist. Ja, jetzt können wir mal sehen, so wie die. Also, es ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Test, würde ich einfach sagen. Also, mal um zu gucken, wie weit ist man noch entfernt von der ersten. Muto geht da jetzt erstmal schön am Mittelfeld vorbei. Ja. Muto und Blockmann. Also ich würde sagen, der kriegt heute nicht so einen arbeitslosen Tag wie Gies. Ich würde auch sagen müssen, Gies hat letzte Saison gut in die zweite Liga hochgebracht. Ja, definitiv. So, Herkes, shit, schlecht gespielt. Der ja, glaube ich, auch aus unserem Jugendprogramm war. Gies? Was? Ja. Nee, Gies ist normal. Nein. Okay. Das ist... jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, gewechselt auch wieder irgendwo aus den Niederlanden. Ah. Jetzt Öztunali. Macht das stark. Öztunali hinten rum. Was? Was war das denn? Ich war doch beim nächsten Spieler. Was tut er denn da?
Das gibt's doch nicht. Das muss man so mal ansehen. Was war denn da Nein. vorne jetzt passiert, ey? Oh Gott. Oh Gott. Ja, er fährt da die Haxe aus. Da fährt die KI die Haxe aus. Oh, ist das ungeschickt. Na toll, ey. 11 Minuten und Matchball für Mainz. Mutu tritt Me an. Match, weil so eine. Ja, eins und dann stellen sie sich hinten rein, wenn Pech haben. Dann war's Ja, das. eben. So, Mutu. Oh! Oh, Er da ist die Bombe. verschießt! Er verschießt! Blockmann wäre in der falschen Ecke Oh. gewesen, aber er verzimmert. Geschenkt nicht angenommen. Nee. Das Oh. finde ich jetzt auch nur fair von FIFA, ey. Elfmeter Ja. verschuldet und dann. Das wäre ja unfair gewesen hier. So, Leugas. Ah. Sofort wieder einer zwischen. Jetzt Tsunali. Bambin. Ich glaube, das G spricht man nämlich nicht mit. Jetzt Tonali. Oh, Ballmat, aber sehr robust. Ja, also harte Zweikämpfe. Darum müssen wir es heute natürlich definieren. Dreckig spielen, anders geht's nicht. Jetzt Viele tun. gelbe Karten kassieren. Ja, Mindestens zwei. Quaison und Plockmann. Ja, so wirklich schön wird das definitiv nicht werden, aber anders können wir es Nein. natürlich nicht handhaben. So. Ah, Es muss halt das Holthaus linke passt Kanal komplett sein. nicht an. Ja, ergebnisorientiertes Spiel. Das trifft's Genau. jetzt. Das sind die Gesetze des Pokals. So, Ballmat rausgelegt auf Rizogic. Der mal mit ein paar Meter Platz. Giert. Kein Ball behaupten. Herkes. Holthaus. Van Bergen. Giert. Na. Ja, gut, okay. Das war Der ja Kopfball jetzt. jetzt eher weniger gefährlich. Ja, das war jetzt nicht der Burner. Lössl, Abstoß. Uronen, rübergelegt auf Quaison. Da muss jetzt dann Herkes mal mit nach hinten kommen. Sehr gut. Holthaus, Leugas, Ballmat und Frisogic. Gut gespielt. Spiel immer schön breit halten. Auf engen Raum sieht das nämlich für uns schlecht aus. Oh, Leugas kriegt den Ball nicht mehr. Jetzt Tonali. Muto und Seiten aus. Das war toll. Glückwunsch Mainz, das ist unser. So, Vrsogic mit der Hacke. Holthaus. Giert. Oh, Leugas. Thilo, Leugas. 1-0. Das gibt's Wow. doch nicht. Da kann man schon mal einen Bauchladen dafür machen hier. Eieieiei. Ja, da gibt es natürlich jetzt was zu feiern. Überraschendes 1-0 hier. Aber Giert spielt das auch gut. Leugas mit einem tollen Laufweg. Abwehr schön ausgehebelt und dann ist er natürlich. Ja, präzise genug schießen kann der Leugas ja. Laufen ist jetzt nicht seine Stärke, aber schießen kann er. Ja, jedem das seine, ne? Ja, eben das seine, ne? Genau. Bei Van Bergen ist es ja hin und wieder eher andersrum. Oh, shit, da hat er mich ausgespielt. Jetzt Flanke. Und Vidovic, sehr schön. Herkes. Giert, schickt Van Bergen. Und was das heißt, wissen wir alle. Das heißt Tempo und das heißt, das ist das. Ja, der Winkel war ein bisschen spitz noch. So. Ja. Also ich weiß nicht, wenn Nicht Van Bergen heute ganz 2-0. fit gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch einen Meter mehr rausschlagen können. Ah, das sind immer diese Kleinigkeiten. So, Muto. Quaison, Muto. Mainz jetzt. Oh, Victor. Jetzt Tonali und Macedo. Zieht in den 16er rein, Macedo. Als Tonali. Ausgleich. Gut, okay. Ja, stark gespielt, muss man so sagen. Okay, hier haben wir halt Pech, dass der Ball dann nochmal nach außen geht. Dazu Macedo. Da muss ich nach außen wegziehen. Und dann Ball halt abgelegt in Mitte. Für Öz Tonali. Nichts mehr zu halten für Blockmann. Kann sie dann noch so breit machen. 1-1. Der Enkel von Uwe Seeler, Levent Tonali. Mit dem Ausgleich. Ja. Und da sind wir wieder bei 0. So. Erstmal vorsichtig gucken, wie das hier so ausschaut. Leugas. Giert. Schöne Drehung. Ah, hackt dazwischen. Schade. Kann man versuchen. Macedo, der Rechtsverteidiger. Wanger, weiter Ball nach vorne. Aber das haben wir glücklicherweise traditionell immer ziemlich gut im Griff.
Auch sogar mal gegen Erstligisten. Giert, Van Bergen, Holthaus. Heute ja auf der rechten Seite eingesetzt. Quaison leider in der Flanke reingerannt. Gibt die Ecke. Eckball kommt. Giert läuft sich frei. Oh, schade. Kann man mal machen. Gleich auch Halbzeit. Lössl noch einmal mit dem weiten Abschlag. Jetzt Tunali, aber Leukers einigermaßen dazwischen. Dennoch Mainz im Ballbesitz. Muto. Ballmatt springt rein. Van Bergen. Leukers. Ballmatt. Rübergespielt auf. Oh, Van Bergen. Zu kurz geraten der Pass. Und jetzt noch einmal Mainz. Muto. Gegen zwei Verteidiger. Setzt sich da auch noch durch. Ich fasse es nicht. Muto. Ah, der ist aber auch schwierig, da vom Ball zu trennen. Viktor und Vrsoljic weg damit. Halbzeit. Ja, ausgeglichene und interessante erste Hälfte auf jeden Fall. Also, die machen mir ordentlich Ärger. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Und jetzt in der zweiten Halbzeit werden wahrscheinlich unsere Kräfte nachlassen. Ah, Mist. Also, wenn das Ding in Verlängerung geht, sind wir am Arsch. Also, wenn wir hier irgendwie das Wunder möglich machen wollen, muss das jetzt in den nächsten 45 Minuten sein. Denke ich auch. Sonst das ist was kritisch. So, Muto jetzt erstmal. Mainz, müssen wir immer vom Tor fernhalten. Sicherer Ball für Blockmann. Beruhigt das ganze Spiel wieder. Herkes und Vrsoljic. Der mit ein paar Metern Platz. Leukers schickt mal Stein her, aber Bungert fängt ihn sofort ab. Einwurf. Stein her. Leukers. Herkes. Ah, zu schlechter Pass für Giert. Kam nicht an. Vidovic und Bambin. Der jetzt mit dem Ball für Quaison, der müsste aber im Abseits stehen. Ne, tut er anscheinend nicht. Muto. Und klarer Ball für Blockmann. So, noch einmal wieder Abwurf. Oh, Herkes, hart angegangen. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Quaison. Leukers dazwischen. Oh, Holthaus. Leukers, gut. Haben den Ball erstmal wieder. Ballmatt. Oh, Pass wird abgefangen. Zu schlecht gespielt. Herkes dann nochmal zwischen. Ball bei Stein her. Herkes. Leukers. Ja, also es wird schwieriger, jetzt langsam in die Mainzer Hälfte zu kommen. Holthaus. Van Bergen. Wieder Holthaus. Wieder Van Bergen. Schönes Zusammenspiel hier auf dem Flügel. Oh! Wieder abgefangen, aber stark den Ball behalten. Van Bergen springt drüber, um keine Verletzung zu riskieren. Muto. Quaison. Wieder Muto. Jetzt aufpassen in der Mitte. Muto durchgesteckt. Vrsoljic dazwischen. Weggehauen. Giert. Ballmatt. Leukers. Raus auf Stein her. Giert, aber die Mainzer stehen da hinten zu dicht. Ach, Ballverlust, scheiße. Hack. Auf Öztunali. Gut durchgesteckt für Muto. Immer wieder unter Strom, der Japaner. Hintenrum Macedo, der Vorbereiter zum 1-0. Bambin auf Quaison und Van den Buis dazwischen. Ballmatt. Oh, der Ball bekleben. Ei, Malte, das war jetzt aber nicht gut. Quaison. Herkes dazwischen. So. Giert. Und jetzt mal. Ah, kommt nicht durch. Schade. Bungert. Nochmal wieder lang gesteckt durch zu Öztunali. Auf dem rechten Flügel. Öztunali in die Mitte. Van den Buis wieder weggehauen. Aber wir werden jetzt hier echt unter Belagerung gesetzt. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen Luft. Giert. Stein her. Wieder auf Benjamin Giert. Der geht jetzt mal vorbei. Am ersten Pass auf den Abseits. Na toll. So, Wechselzeit. Als erstes erstmal die Defensive noch einmal stärken mit Brandt, der jetzt nochmal reinkommt. Dann im Mittelfeld würde ich sagen noch einen Wechsel. Herkes geht raus. Ja, und dann vorne im Sturm würde ich sagen, bringen wir nochmal Demay auf den Flügel, ne? Ja. Das ist am besten, denke ich. So. Dreifach Wechsel dann nochmal bei Meppen. Und auch dreifach Wechsel beim
Mainz. Jo. Lössl, weiter Ball, Vidovic sofort dazwischen, sehr engagiert, rübergelegt auf Demai. Ah, an Uronen hängen geblieben. Latza, heute noch gar nicht gesehen, auf Muto. Öztunali, Macedo und jetzt sind sie durch. Jetzt sind sie auf dem Flügel durch, Macedo, jetzt mit der Flanke in die Mitte. Aber Holthaus, ganz stark gemacht und jetzt Demai. Demai. Oh, und Giert läuft weg. Was läuft der denn weg? Also ich kann die Idee schon verstehen, aber das ist halt die mangelnde Kommunikation zwischen mir und dem Spieler. So, Muto. Muto, stark gelegt hier. Nochmal von Vidovic, Demai. Der sich hier durchsetzt, hoffe ich. Nee, Hack ist da körperlich robuster leider. Rübergelegt auf Latza, auf Quaison. Der jetzt gegen Vidovic, aber wieder Vidovic stärker und V-Spiel. Ah, das ist immer schwierig, seine 1,7. Ja, immer seine 1,97 muss da irgendwie immer unterbringen, einigermaßen human. Sanchez geht raus. Frei kommt rein und Freistoß kommt. Kurz getreten, Öztunali abgefangen, Stein her, Wächter mit. Genau, gegen die Mauer. Okay, aus. Ja. So, nochmal Wechsel. Brosinski kommt, Uron geht raus. Das müsste nochmal die offensivere Alternative sein. Bei Mainz. Mainz hat gerade schon dreimal gewechselt. Nee. Nicht sah so aus. Okay. Wir waren die mit den drei verwechselt. So, Balmat, Leugas, Demai. Demai steckt durch für Giert. Ah, der ist natürlich nicht anstrittschnell genug in der Mitte. Ja, da verwechselt Jemai sich selbst mit Giert, ne? Ja, so, Hack nochmal. Muto. Öztunali, Van den Buys, starkes Tackling. So, Detas, nochmal raus. Holthaus, Detas. So, Balmat, jetzt mal mit ein bisschen Platz. Auf Leugas. Oh, der bleibt an Hack kleben. Das ist, ja, die Kräfte. Die Kräfte sind es jetzt einfach. Die nachlassen. Muto. Nochmal raus. Oh, machen die das hier sich gegenseitig nochmal scharf. Nachspielzeit läuft. Hauptblock mal den Ball besser noch einmal raus. Wir haben ja Giert noch drin stehen. Der köpft den Ball direkt weiter zu Steinher. Steinher, lauf. Oh, ja. Macedo. Aber wir haben den Ball noch und Abpfiff. 90 Minuten sind durch. 1-1 steht es. Und jetzt liegt der Vorteil ganz klar bei Mainz, weil wir die Kaderbreite nicht haben und allgemein auch die Männer in dem Niveau nicht die Ausdauer haben. Boah, guck dir Leuker so einen Ball halt an. Das wird jetzt wenig amüsant werden, Kollege. Also der Rest geht ja noch. Also Holthaus hält das vielleicht noch durch so, aber die beiden defensiven Mittelfeldspieler, das geht ja gar nicht. Gut, dann Anpfiff zur Verlängerung. Also ich würde sagen, das Ding ist jetzt einfach ein Golden Goal. Also zumindest, wenn sie das schießen, weil wir werden definitiv keins schießen, nachdem sie eins geschossen haben, ja. Balmat, Leugas... Detas steckt nochmal durch für Holthaus. Holthaus für Jemai auf dem rechten Flügel. Giert. Leugas. Ah, Bungert dazwischen. Ah, Detas. Zweimal. Ah, daneben. Ja, anders kannst du das hier nicht handhaben. Man sieht es ja aber auch, wie gefährlich wir heute waren. Lössl hat noch keine Parade gemacht. Blockmann 5. Also der Unterschied ist auf jeden Fall da. Und dennoch haben wir schon mal einen Tor im Mann, hat erzählt. Ja gut, das muss ich sagen, das ist natürlich Props für uns. Oh, Vorsicht Jungs, sehr gut, Detas. Wobei wir natürlich auch Glück und Pech mit dem Elfmeter hatten, ne? Ja, beides auf einmal. So, gut durchgesteckt, jetzt nochmal Detas, aber da ist auch einfach wieder keine Anspielstation. Jemai, Brosinski. Schade. Bungert. Oh, starkes Tackling, kein V-Spiel, sagt der Schiedsrichter. Stein her. Nochmal auf Giert. Der müsste jetzt Balmat mitnehmen. Der zu Jemai. Ah, Hack. Und nochmal wieder rausgespielt. Brosinski frei. Und jetzt ist natürlich Meppen aufgerückt. Muto auf Marchand. Leugas hält den Fuß rein. Nicht ungefährlich. Überlegt, wo der Ball hingeht. Brosinski. Jetzt nochmal. Ja, gegen Leugas verliert er natürlich. Gewinnt er natürlich das Duell. Marchand, Brosinski, Van den Buys, haupt da der nochmal resolut rein. Und sogar Abstoß. Auch besser geht's nicht, Kollege. Besser geht's einfach nicht.
So, Abstoß. Neugas. Oh, wird hier hart angegangen. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Alles klar. Finde ich jetzt nicht so. Quaison. Hack. Brosinski nochmal gegen Detas. Marchand. Latza, gut durchgesteckt und frei. Und oh, die Riesenchance für Mainz hier in der ersten Hälfte. Das hätte sein können. Plockmann verkürzt nochmal den Winkel, muss wohl damit den Frei irritiert haben. Alter. Oh Gott, das war jetzt gerade wirklich merklich als verstanden. Unsere Glückssträhne hält noch an, aber ich sagte, es kann nicht ewig so weitergehen. Jetzt nee, zweite Hälfte. Ich soll noch nicht unbedingt heute brechen. Heute darfst du ruhig nochmal anhalten. Ja. Vidovic, Detas. Detas, genau, auf Jemai. Zurück auf Detas, wieder vor auf Jemai. Abseits. Ja, gut, okay. Ja, unsere Männer gehen absolut auf dem Zahnfleisch. Also jetzt geht's wirklich darum. Ich will hier heute keinen Elfmeterschießen haben. Ja, doch, das wären wir jetzt tatsächlich ganz lieb. Das ist die beste Alternative. Da haben wir gute Schnitte, finde ich zumindest. Ja. So, frei. Also im Vergleich dazu als... Oh, diese Verlängerung hier. Latza. Nochmal in die Mitte. Leugas. Och, Le Marchand. Eieiei. Drüber geholzt. Genau, jetzt wird natürlich mein Bild auch wieder unscharf. Das ist natürlich wieder ganz klasse. So, Leugas, Abstoß. So, Holthaus, Jemai, wieder Leugas. Nimmt Ballmatt mit. Vorne nach Detas hin. So, Giert. Jemai. Ah, Giert verpasst. Ah, und. Mhm. Oh. Ja, da kann ich die Lücke nicht zulaufen. Da kann ich die Lücke nicht zulaufen. Und Öztunali. Ja, die müssen auch so langsam eigentlich aus ihren Chancen mehr machen. Aber. Ja, ne? Was willst du machen? So, wenn die nicht wollen, wollen sie noch nicht. Aber noch gut für uns. Aber nichtsdestotrotz weiter geht das Anrennen von Mainz hier. Brosinski nochmal. Nimmt nochmal richtig Fahrt auf. Detas hart dazwischen. Schiedsrichter sagt kein Foul. Gut für uns. Demai auf Giert. Der müsste jetzt aber mal eine Anspielstation kriegen. Detas läuft mit. Giert. Detas. Schönes Zusammenspiel. Oh, Jemai. Nochmal zu Giert. Komm, schieß mal ab. Lössl. Erste Parade. Auch schwierig natürlich für ihn, ne? Nach 119 Minuten das erste Mal gefragt. Ah. Kinders. Nochmal die Ecke. Vielleicht über den Standard. Ecke kommt. Giert. Noch eine Ecke. Hack. Hat abgefälscht. Gut. Nimmt natürlich auch Zeit von der Uhr. Das natürlich auch. Ecke kommt. Giert. Marchand dazwischen. So, aber Ball immer bei uns. Detas jetzt nochmal. Detas, der. Ah. Ja, schade. Bungard. So, und jetzt natürlich alles nach hinten, was wir noch haben. Und das war's. Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Oh Gott. Also, bis hierhin kann ich schon mal zusammenfassen: Wir haben denen einen extrem guten Kampf geliefert. Also wenn wir jetzt ausscheiden, alles okay, null Problemo. Mehr konnten wir nicht tun. Gut gegengehalten. Ja, quasi jetzt eigentlich nach unserem 1:0 dann die restlichen 90 Minuten verteidigt. Also es waren ja original mit Verlängerung 90 Minuten. So, und jetzt natürlich Elfmeterschießen ist gefragt. So, mit Fandenbuis haben wir tatsächlich einen Elfmeterschützen verpflichtet. Muss man sich auch nochmal... Ja, das muss... Ich würde wirklich gleich den ersten schießen lassen. Ich würde mir eher einen wichtigeren zuweisen. Du meinst, den sollte ich mir den wichtigen. Ja, kann ich auch machen. Ja, dann tauschen wir das. Dritter oder. Ja, dann nehmen wir den. Ja, dann machen wir den vierten. Machen wir mal mit Van den Buys. Dann haben wir den vierten damit. Okay, Leute. Dann geht's los. Die erste Belastung liegt erstmal auf Demai. Das ist natürlich auch nicht gut. Auf den Kleinen. Demai. Oh! Stark geschossen, stark gehalten. Brosinski. Ich habe schwarzes Bild, jetzt habe ich wieder Farbe. Und. Plockmann! Oh nein, der war in der richtigen Ecke und er hat die nicht bekommen. So, Leugas jetzt natürlich auch ohne Ausdauerstand. Macht das aber sicher. Jawohl. Nochmal Applaus für die Fans, jetzt frei. Ein weiter Anlauf, den er sich da aussucht. Und sauber platziert, gar nichts zu halten. So, Giert. Auch drin. Jawohl. Jetzt dann die Latza.
Jetzt müssen wir langsam mal einen halten. Und Plochmann hält! Plochmann hält! Und jetzt Vandenbuis, unser wichtiger Schütze. Ja. Den haben wir extra nach hinten gestellt. Jetzt muss er den aber auch reinmachen. Ja. Bitte. Ganz kalt. Nicht so, also war nicht gut geschossen, aber Keeper halt nicht gesprungen. So, Quaison, wir liegen jetzt mal in Führung. Quaison mit einem sehr verzögerten Elfmeter, aber eiskalt. Jetzt nochmal Steinherr gefragt. Steinherr, auch sicher. So, wenn jetzt Plockmann hält, sind wir weiter. Wenn jetzt Plockmann hält, ich wollte es gerade schon sagen. Jetzt muss Plockmann halten. Plockmann, Er ist dran! Er ist dran, aber er hat ihn nicht! Und jetzt Deters. Bitte, Deters, bitte! Ja. Bleibt kalt. Und jetzt nochmal die Chance. Muto, wenn der jetzt nicht rein ist. Guck mal, der hat das Ding hier schon vor uns versaut. Eiskalt. Ja. Kommt. Ballmatt. Sauber. Weil in der Mitte hat. Genau, in der Mitte hat ich noch gar nicht geschossen. Jetzt nochmal Hack. Jetzt wird es natürlich auch für Mainz schwieriger, ne? Jetzt kommen auch deren schlechten Elfmeterschützen. Ah, auch ganz safe. Holthaus. Holthaus. Oh, Latte! Das war's! Oh nein! Jetzt! Jetzt muss ich halten! Marchand. Wenn jetzt Plockmann hält, sind wir weiter im Rennen. Ansonsten. War's das? Und ja, das war's. Ausgeschieden im Elfmeterschießen gegen Mainz. Aber auch ganz langen Krimi hier draus gemacht. Ach du Scheiße. Sehr schade. Aber auch stressig, ey. Also heute ein ganz langes Spiel gesehen, also extra lange Folge hierfür. Heißt, ich werde in den nächsten Wochen mal zusehen, dass ich dafür im Gegenzug mal einen kürzeren Part irgendwann bringe. Boah, das war aber ein hartes Ding, du. Ja, hilft nichts natürlich. Trauer beim Mappen ist jetzt natürlich groß, ne? Aber die Jungs haben klasse gekämpft. Also sehr, sehr starkes Spiel gemacht. 90 Minuten lang das ganze Ding hier verteidigt, ein reguläres Tor geschossen, dann Elfmeterschießen auch über die 5 Tore hinausgegangen. Plockmann hat eingehalten. Da kannst du den Jungs nichts mehr vorwerfen. Das haben sie gut gemacht, aber ist halt so. 7:6 nach Elfmeterschießen. Das ist schon heftig. Sag mal so, ich denke, wir können uns auch mit Unentschieden durch die erste Liga schmuggeln. Aber wir kriegen am Ende 34 Punkte. Das wird so Relegationsplatz, wenn wir Pech haben. Ja, aber... So, dann gibt es natürlich noch wieder PK. Ja, und freut euch drauf. Es reicht noch nicht mit den Top-Spielen. Nächste Woche geht es gegen den Tabellenersten. Werder Bremen erwartet uns. Da können wir mal gucken, ob wir dann wieder auf Platz 1 rutschen dürfen oder ob wir auf Platz 2 gehalten werden, ob Bremen versucht, dann den Abstand zu vergrößern. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall erstmal fertig für heute und Jonas auch. Ja. Okay, wir bedanken uns auf jeden Fall euch fürs Dabeisein und wünschen euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Bum 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 b